Ich habe ein dringendes Anliegen, dass ich... Was ist denn hier los? Arwin, du willst doch nicht ernsthaft den traditionellen Fischtanz unterbrechen. Denn der traditionelle Fischtanz ist das, was ich am allerliebsten mag. Nach dem Königreich und dir, mein Sohn. Die Ritter führen den traditionellen Fischtanz auf, um zu feiern, dass die Prophezeiung unser Königreich wieder einmal beschützt hat. Unsere Stadt wäre im Auftrag der Raiders fast von einer Gruppe der Khazars zerstört worden. Die Prophezeiung hat unser Königreich ein weiteres Mal gerettet. Die Raiders werden zurückkehren. Wir müssen dafür gewappnet sein. Ach, die alte Prophezeiung lautet, 5 werden bestehen oder alle werden fallen. Jedes Königreich für sich selbst. Und das bedeutet? Das bedeutet, dass Novelmore nicht über seine Mauern hinausblickt und sich nur um sich selbst kümmert. Aber was, wenn es das nicht bedeutet? Was ist, wenn Scribbles sich irrt? Ich besitze einen Meistertitel in Prophezeiologie und einen Abschluss in novelmorischer Folklore. Scribbles ist mein getreuer Berater. Und du, Arwin, bist der Thronfolger. Aber ich kann dir mein Königreich nicht anvertrauen, wenn du die Prophezeiung nicht anerkennst. Ich fürchte, der Junge wird nie reif genug sein, um König zu werden. Ach ja, möge der Fischtanz weitergehen. Arwin, was hast du da? Ich habe die Prophezeiung gestohlen, um etwas darin zu finden, dass mein Vater seine Meinung ändern lässt. Moment, das ist die Prophezeiung? Man kann sie einfach nehmen? Sie ist nicht irgendwo eingeschlossen und wird von Wachen und einem Fluch beschützt? Das ist eine Kopie. Warte, hier steht was von einer großen Bedrohung. Das muss die Invincibus sein. Hier stehen Hinweise, wie man sie finden kann. Ich werde sie suchen. Du erinnerst dich schon noch an den Die Invincibus ist viel zu gefährlich Vortrag von Dario? Ja, aber ich will sie. Hör zu, fände ich es cool, die Invincibus zu besitzen? Ja. Halte ich es für eine gute Idee? Nein! Na gut. Darios Vorfahren haben sie erfunden. Und ich wette, Dario könnte auch ein paar sehr gefährliche Waffen bauen. Gwyn Arwin, seht mal meine neueste Erfindung. Die selbstbackende Kuchenform. Wir bräuchten etwas ein bisschen Gefährlicheres. Sie ist selbstbackend. Arwin, kommst du mit? Nein. Ich muss meine Tante Alice besuchen. Auf dem Land. Du suchst nicht die Invincibus. Natürlich nicht. Willst du ihr Kuchen mitbringen? Du suchst nicht die Invincibus. Moment. Ich bin der Prinz. Ich mache, was ich will. Auf zur Invincibus! Hallo, König John. Und schon ist König John nur noch heiße Luft. Aufflammen witzig, Kaboom. Ich liebe euch auch, my Lord. Nicht anfassen. Vater, ich habe die Prophezeiung der 5 Säulen studiert und ich glaube, ich weiß, wie wir die Invincibus finden. Ach, das ist ein alter Hut. Hat dir das niemand gesagt? Aber die Invincibus könnte der Schlüssel sein, um Novelmore zu besiegen. Ich habe entschieden, dass es vergebliche Mühe ist, die Invincibus zu suchen. Stattdessen werden wir unsere eigene unbesiegbare Waffe bauen, die Novelmore in die Knie zwingen wird. Die Lavakanone! Aber Vater! Du bist mein Sohn und Erbe, Brody. Aber wenn du an mir zweifelst, wie kann ich dir dann mein Reich anvertrauen? Ich fürchte, der Junge ist noch nicht reif genug, um zu herrschen. Fürchte ich auch. Sieh mir nicht in die Augen. Nein. Hier steht, man soll einen Baum finden, der aussieht wie eine Tür. Alle Bäume sehen aus wie Bäume. Vielleicht hilft mir Musik, mich zu konzentrieren. Eine Tür, die aussieht wie ein Baum. Aber hier sind überall nur Bäume. Vielleicht hilft Musik mir, sie zu finden. Noch ein Musikliebhaber? Hier draußen? Prinz Arwin von Novelmore. Ihr spielt wie ein Engel, Weggefährte. Oh, danke, Fremder. Aber auch wenn ich den Wald gern mit lieblicher Musik erfülle, ich bin auf einer Mission. Dürfte ich euch ein Stück begleiten? Ich würde mich über Gesellschaft freuen. Brody mit P. Gut, Brody mit P. Ich bin Arwin mit A. Ich weiß, dass es schön ist, dich kennenzulernen. Und ich weiß, dass es auch schön ist, dich kennenzulernen. Spielen wir weiter. Und auf 4. 1, 2, 3, 4! Thank you.
Also gut, Dario. Die Raiders werden kommen und der König weigert sich, etwas dagegen zu unternehmen. Also werden wir Waffen brauchen. Was ist das hier? Ein automatischer Rückenkratzer. Und das hier? Damit gieße ich meine Pflanzen. Oh! Weißt du eigentlich, dass Arwen vorhat, nach der Invincibus zu suchen? Nein, das darf er nicht! Ich weiß, und das habe ich ihm auch gesagt. Hat er auf dich gehört? Natürlich hört er auf mich, aber du musst mir was geben, was der Invincibus gleichkommt. Irgendwas Invincibus-artiges. Das war eine Erfindung meiner Familie, nicht meine. So gut bin ich nicht. Doch, das bist du. Du weißt nicht, wie es ist, als ein Da Vinci aufzuwachsen. Man steht unter Druck. Du kannst das. Ich weiß, dass du es kannst. Aber was, wenn ich es nicht schaffe? Hör auf, sowas zu sagen. Du musst an dich glauben, Dario. Was ist das denn? Mein neuer Saugreiniger. Macht sauber machen kinderleicht. Interessant. Wir müssen schnellstens aus diesem Sturm raus. Eine Tür, die aussieht wie ein Baum. Hast du danach gesucht, Brody mit P? Nein, sieht nur sehr interessant aus. Sieh mal! Da steht was! Wenn du durch diese Tür gelangst, begegnest du deiner größten Angst. Ha, ich hab vor gar nichts Angst. Ich ebenso wenig. Oh, ich hab mich nur erschreckt. Das hat nichts mit Angst zu tun. Nach dir. Nach? Das ist bestimmt nicht meine größte Angst. Ich befürchte, du hast es verärgert. Meine größte Angst, Vater. Ich weiß, warum meine wie König John aussieht, aber warum sieht deine wie Lord Byron aus, der Anführer der Raiders? Er hat vor Jahren mein Dorf niedergebrannt. Du machst mir keine Angst. Du wirst nie gut genug sein, um König zu werden. Du wirst niemals würdig sein. Ich bemühe mich. Vielleicht könnte das eine Waffe sein. Das ist ein Saugreiniger. Wofür ist das? Nicht anfassen. Was hast du getan? Es ist eine Waffe. Du bist unwürdig. Er sagt ständig, ich sei zu nichts gut. Ich will mich meiner Angst stellen, aber wie soll das gehen, wenn ich am Boden liege? Warte, das ist es. Wir müssen uns nicht unserer Angst stellen. Wir stellen uns der des anderen. Ich hab keine Angst vor dir. Ich hab keine Angst vor dir. Wir haben's geschafft. Wir haben unsere Ängste besiegt. Wonach suchst du da? Nach gar nichts. So, so. Du suchst also nicht nach der Invincibus? Brody, woher weißt du denn das? Ich heiße Brody. Mit B. Ich hab gelogen. Dein Vater hatte recht. Du wirst Novelmore niemals regieren, Prinz Arwen. Ich eines Tages? Allerdings schon. Wir müssen ihn abschalten! Machst du Witze? Wir müssen rausfinden, was er kann! Siehst du den Kuchen? Hier, Saugmonster! Friss das! Siehst du, ich kann keine geniale Waffe bauen. Ich gebe zu, sie war nicht perfekt, aber es war ein Anfang.
Ich bin es, Timitor, Zauberer aus dem Violet Vale. Ich hasse es, wenn er das tut. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Prinz Arwen wird von den Raiders gefangen genommen werden. Das müssen wir verhindern. Ja, nein, streich das. Zwei im Sinn, abzüglich der Zeitzonen, Sonnenpunkte anpassen. Korrektur, er wurde bereits gefangen. Und sein Leben ist in Gefahr. Hattest du nicht gesagt, er sucht die Invincibus nicht? Arwen! Hätte ich's nicht so machen können, dass er noch laufen kann.